Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check mit einem neuen Video zu einem weiteren Gaming-PC. Und heute habe ich mir mal rausgesucht Megaport, der ultimative Computershop. Das werden wir jetzt gleich noch sehen. Und ich sagte ja im letzten Video, ich möchte mal einen raussuchen, wo man einigermaßen sagen kann, okay, hier bekommt ihr für das Geld eine einigermaßen gute Kiste hingestellt. Und wir werden den jetzt natürlich wieder auseinanderpflücken und dann werde ich hinterher noch ein Fazit dazu sagen. Und was vielleicht noch verbesserungswürdig wäre und was eben nicht. Fangen wir an. Das Bild ist schon mal fake. Also was heißt fake? Es ist doch fake. Es ist falsch. Und zwar ist es hier folgendermaßen. Hier wird unter anderem angegeben Corsair Vengeance RAM RGB Pro. Das ist der mit RGB-Beleuchtung. Das hat er schon mal nicht. Diese Grafikkarte wird auch nicht verbaut. Dieses weiße PCI Express Kabel ist auch nicht bei dem Netzteil mit bei. Das ist schwarz. Und hier habt ihr eine Corsair Wasserkühlung drin. Das ist, so wie es aussieht, eine 120er. Hier oben sind noch zwei Lüfter drin, die sind auch nicht mit dabei. Ich weiß auch nicht, eventuell gehört hier vorne der Block da oben zu. Ich kann es euch nicht genau sagen. Aber es ist auf jeden Fall keine Wasserkühlung drin. Der Rest, wie zum Beispiel auch das Board, stimmt auch nicht. Das hier ist ein normales ATX-Board. Wir haben aber hier ein Mini-ATX verbaut. Es wird also nicht bis hier unten hingehen. Ihr werdet da unten keinen Slot haben, dass ihr zum Beispiel eine Capture Card oder ähnliches anschließen könnt. Zumindest nicht in der Bauform. Aber wir gehen jetzt die Sachen mal einzeln durch. Hier steht auch nicht bei, dass es nur ein Beispielbild ist. Wir schauen uns die Komponenten jetzt an und dann schauen wir mal, wie das aussieht mit Preis-Leistung. Es geht los mit dem Gehäuse Azer Inferno 310. Das stimmt tatsächlich. Das ist dieses Gehäuse. Das habe ich bei Mind Factory rausgesucht und es kostet 76,61 €. Hier sieht man es auch nochmal ganz schön. Das passt soweit vom Design. Ich weiß nicht, wie das mit der RGB-Ansteuerung ist. Ich denke schon, dass das wirklich so einen Farbverlauf hat und nicht nur einfach nur blinkt in einer Farbe oder ähnliches. Ich habe mir das auch jetzt auch nicht durchgelesen. Es ist nur das Gehäuse. Da könnte man auch jedes andere x-beliebige Gehäuse nehmen. Aber das ist wirklich 1:1 dasselbe. 76,61 € kommt in den Warenkorb. Dazu haben wir ein AMD Ryzen 5 5600X. Das ist quasi die Einsteigerklasse, aber schon der neuesten Generation. Die neueste Generation ist die 5000er-Reihe. 5600, 5700, 5800. Ich glaube sogar ein 5950 gibt es auch. Aber das ist wirklich die unterste Einsteigerklasse, aber immerhin schon mal die neue Generation. Da lege ich ja immer Wert drauf. Und der kostet bei Mindfactory 328 €. Ihr seht schon an der Preisentwicklung, dass bei den anderen Gaming-PCs meistens ja ein Ryzen der 3000er-Serie drin war und die kosten dann so 180-200 €. Der kostet 328, weil eben neue Generation. Und er ist gut verfügbar eigentlich, aber er könnte noch etwas günstiger sein. Ich glaube, die UVP liegt bei 300. Egal, packen wir so in den Warenkorb. Dann haben wir hier als Kühler den AMD Standardkühler. Das bedeutet keine Wasserkühlung. Das könnt ihr hier natürlich ändern, aber dann stimmt der Preis nicht mehr. Der Standardkühler ist einfach bei dem Prozessor mit dabei. Den haben wir ja eben schon in den Warenkorb gepackt. Der ist mit in dieser Box drin, schraubt ihr drauf und fertig. Das mit der Wasserkühlung stimmt auf gar keinen Fall. Es sieht toll aus auf dem Foto, so bekommt ihr die Kiste aber nicht. Und das ist das Problem dabei. Als Mainboard haben wir ein Gigabyte B550M S2H, Sockel AM4 Version 2. Ist wie gesagt ein Mini-ATX-Board und ihr habt dann nicht so viele Erweiterungsmöglichkeiten. Ich zeige euch das mal kurz bei Mindfactory. Das ist das Board, kostet 69 €. Also wenn ihr was Gescheites wollt, solltet ihr schon, wie ich schon im letzten Video gesagt habe, so in den dreistelligen Bereich gehen, so 120-130 €. Wollt ihr in Richtung High-End, wären das ungefähr 300 € für ein gutes Board. Das reicht aus. Der Chipsatz B550M muss sogar sein, aufgrund des 5000er Prozessors. Aber es ist wirklich so ein Einsteigermodell. Es hat sogar noch, wie ich gerade hier sehe, VGA-Anschluss hinten und DVI. Falls ihr einen Ryzen mit, aus der G-Reihe reinbaut, AMD Ryzen 3200G zum Beispiel, hat eine integrierte Grafikeinheit. Ansonsten habt ihr 6 USB-Ports, Netzwerkanschluss, ganz normal, Mikrofon, Lautsprecher, Line-In. Und hier oben noch den PS2-Port, so heißt der, PS-2, hat nichts mit der PlayStation zu tun. Und einen HDMI-Ausgang haben wir auch noch. Und einen Reset-Knopf, denke ich mal, fürs CMOS, also fürs BIOS. Falls ihr euch da mal verfuckelt habt mit den Einstellungen, könnt ihr diesen Knopf drücken und dann wird das Board resettet. Und eine Sache zeige ich euch noch. Ihr seht, ihr habt jetzt nicht so viele Möglichkeiten, was anzuschließen. Ihr könnt hier vorne eine M2-SSD reinbauen und hier unten eventuell noch eine Capture-Card, aber das war's dann auch. Das hier wird von der Grafikkarte belegt und das hier oben meistens noch überdeckt durch den Kühlkörper. Ihr habt da wirklich nur eine Erweiterungskarte Platz und das ist sehr schade. Und nur 2 RAM-Bänke haben wir auch nur. Also wenn ihr 4 RAM-Bänke belegen wollt, funktioniert das auch schon mal nicht. Dazu kommt eine Grafikkarte, die Nvidia GeForce RTX 3060 12 GB.
Gott sei Dank endlich mal eine vernünftige Grafikkarte mit genug Speicher. Die 3060 ist das Einsteigermodell. Danach kommt noch die Ti. Dann kommt die 3070, 3080, 3090. Kriegt ihr aber aktuell nicht. Die 3060 habe ich jetzt, wo ich Glück hatte, einmal beim Release-Tag noch geschossen für 619 Euro. Hat aber eine UVP und jetzt haltet euch fest: 329 Euro. Das ist die von Inno3D, aber es ist egal, auch wenn ihr Gigabyte nehmt oder Gainward oder Asus. Gut, Asus ist meistens sogar noch ein bisschen teurer. Die schrieben in diesem Artikel schon, dass es schon bei Herstellern oder Händlern gelistet worden ist für 500 Euro. Selbst da hätte ich noch gesagt, okay, 50% drauf. Ist bei der aktuellen Marktlage ganz in Ordnung. Ich habe 619 bezahlt. Hier steht sogar nochmal, das günstigste Modell kostet jedoch bereits 550 Euro. Viele der Karten reichen knapp an die 700 Euro heran. Vereinzelt geht es sogar in Richtung 800 Euro. Die Teile werden jetzt bei eBay für 1000 Euro und mehr verballert. Wir werden mal fairerweise sagen, zwischen 550 und 700, wir werden 619 einfach nehmen, was ich auch bezahlt habe, und die hinterher draufrechnen. Ihr bekommt sie gerade sowieso nicht bei Mindfactory. Dann haben wir als Speicher 16 GB DDR4 3000. Immer dasselbe Thema, die 5 Euro sparen sie sich. 3200 ist schon besserer RAM, vor allen Dingen bei einem AMD Ryzen 5 5600X, also auf der 5000er Reihe. Die vertragen sogar 4000, nur 4000 kann aktuell auch keiner bezahlen. Da bin ich denen auch nicht böse drum, aber 3000, es hätte ruhig 3200 sein können. Corsair Vengeance immerhin. Kein G-Skill. Corsair Vengeance ist eine gute Marke, verbaue ich oft, wenn mich mal jemand fragt, ob ich den Rechner zusammenbaue. Und der kostet aktuell bei Mindfactory 81 Euro. Der springt immer so zwischen 65, teilweise auch 60 Euro bis hin zu 90. Die sind sehr schwankend, diese Preise. Aber das ist der 3000er, den packen wir so in den Warenkorb und weiter geht's. Hier haben wir als SSD eine 1TB Crucial P1. Die Crucial P1 kostet aktuell 92 Euro bei Mindfactory. Eine ganz normale M.2 PCI Express steht dabei, wobei es, glaube ich, SATA-Anschluss ist. Was hat die für Geschwindigkeiten? 2000 MB die Sekunde. Ja, PCI Express 3.0. Aber es gibt halt auch von Samsung die richtigen PCI Express-Karten oder da gibt es noch einen anderen Hersteller, mir fällt gerade der Name nicht ein, die schaffen bis zu 7 GB die Sekunde. Aber das schafft das Board sowieso nicht. Das Board ist nicht dafür ausgelegt. Ich sage ja, wenn ihr ein gescheites Board haben wollt, müsst ihr schon so 200, 300 Euro hinlegen. Die packen wir so in den Warenkorb für 92 Euro und es geht weiter. Als Netzteil ein 600 Watt 80 Plus Enermax Max Pro. Ich habe mir den Preis davon angeguckt, das gibt es so bei Mindfactory nicht. Ich habe auch ein Enermax in meinem Rechner drin. Zwar richtet seinen Job, ist halt ein Netzteil, 600 Watt. Wir haben als Vergleichswert, was auch preislich dem sehr nahe kommt, einfach wieder das Be Quiet genommen, was wir immer nehmen. Und das kostet 55 Euro bei Mindfactory. Ich glaube, im letzten Video waren wir bei 56,50 oder so. Aber ich habe ja gesagt, das springt immer so ein bisschen. Das packen wir auch so in den Warenkorb. Soundkarte brauchen wir nicht drüber zu sprechen. Die ist auf dem Mainboard drauf. Die Lüfter, Dreier-Set Azza RGB LED-Lüfter, die sind automatisch im Gehäuse mit drin. Das sind die hier vorne. Ich glaube, es sind zwei vorne und einer hinten, soweit ich das eben gesehen habe bei dem Gehäuse. Also es ist, das kann man noch niemals mehr ändern. Es ist keine Zugabe, die sie netterweise dazu tun, sondern es ist beim Gehäuse halt einfach schon so dabei. Im Übrigen, Azza, sehr guter Hersteller, habe ich schon öfters jetzt auch mal was zusammengebaut von. Die Gehäuse sind für den Preis in Ordnung. Es geht natürlich immer noch besser, aber die sind, also wenn ihr euch ein Gehäuse raussucht, ein gutes. Die sind gute Gehäuse, das kann man ruhig so machen. Betriebssystem ist nicht dabei. Das bedeutet, den 5er haben sie sich weggespart. Ich weiß nicht, was so ein Hersteller dann dafür bezahlt, wenn er Windows kauft, aber bei eBay, wie gesagt, wie immer 5 Euro und dann habt ihr so einen Volumenlizenzschlüssel. Das müsstet ihr euch theoretisch noch dazu holen. Mal eben gucken, was das kostet. Windows 10 Professional, 150 Euro. Wie gesagt, eBay, 5er, ja, la, gib ihm. Ist halt nicht dabei. Brauchen wir dementsprechend auch nicht drauf zu rechnen. Ansonsten gibt es zudem auch nicht mehr viel zu sagen. Wir haben jetzt den Warenkorb zusammengestellt, wir rechnen die Grafikkarte mit dabei und dann kommen wir auf folgendes Ergebnis. Wir kommen mit dem Warenkorb von 701 Euro plus die Grafikkarte 619 Euro auf 1320 Euro. Und das System soll kosten 1449. Denkt dran, es ist kein Windows mit dabei. Und das könnt ihr euch natürlich noch selber mit dabei holen. Wenn ihr das jetzt so zusammenstellen würdet, nehmen wir mal an, Mindfactory hätte die Grafikkarte da und ihr würdet es bei Mindfactory zusammenbauen lassen für 150 Euro, wärt ihr bei Mindfactory teurer tatsächlich. Und ich muss auch sagen, dass bis auf diese Geschichte mit dem RAM-Speicher und dem Fake-Bild der Rechner eigentlich ganz in Ordnung ist. Wenn ihr ihn kriegt, wenn er lieferbar ist und er scheint lieferbar zu sein, 5 bis 7 Werktage und ihr habt das Geld übrig, dann kauft ihn euch ruhig. Es gibt verbesserungswürdigere Sachen. Man könnte hier jetzt wahrscheinlich noch hergehen und einen anderen RAM-Speicher nehmen. Nimmt, wenn ihr die Kohle dafür habt, 3200er.
Bei dem Board weiß ich nicht, da müsst ihr mal selber gucken. Hier gibt es zum Beispiel ausgewachsenere Boards, wie zum Beispiel das MSI MPG B550. Das ist dann schon gescheitert. Das habe ich sogar mal verbaut, das ist ganz in Ordnung. Legt die 60 Euro noch drauf und lasst euch das verbauen. Ja. Dann wird der Rechner zwar noch ein bisschen teurer, aber dann seid ihr bei 1500 Euro und dann habt ihr etwas, Anführungsstrichen, Gescheites da stehen. Ich finde es schade, wirklich schade dafür, dass es eigentlich ein relativ gutes System ist, dass man hier wieder mit irgendwelchen Fake-Bildern arbeiten muss. Man könnte jetzt zumindest dabei schreiben, Wasserkühlung und RGB Pro RAM optional erhältlich oder sonst irgendwas, aber das steht halt alles nicht da. Es ist einfach nur das Bild da. Jemand freut sich, dass die Kiste so aussieht, weil jeder will so eine Gaming-Kiste haben mit diesen Schläuchen da drin und pipapo, legen Leute Wert drauf. Und dann kriegen sie halt nichts, was leuchtet. Gut, die Lüfter, die werden leuchten, die gehören zum Gehäuse, das Logo hier unten auch, das kenne ich von Atza, die haben da so eine kleine LED drin. Aber alles in allem, diese Kiste ist in Ordnung. Wenn ihr die Kohle gerade übrig habt, ihr wollt einen Gaming-PC, dann holt euch den. Die Grafikkarte ist halt Einsteigerklasse. Ihr könnt damit natürlich Fortnite spielen, Minecraft spielen. Far Cry wird wahrscheinlich auch sogar noch laufen. Overwatch und so weiter. Watch Dogs jetzt nicht wirklich mit den Texturen und so weiter an die Grenze geballert, sondern so mittelmäßig unterwegs. 60 FPS dürft ihr die Kiste locker schaffen. Und ihr seid zukunftssicher aufgestellt. Auch wenn das Board hier ein kleines Board ist, es hat einen guten Chipsatz. Das heißt, wenn ihr den Prozessor irgendwann mal aufrüsten wollt, könnt ihr das bei dem Board problemlos tun. Alles in allem war es das jetzt auch schon wieder. Ich gebe euch tatsächlich mal eine Kaufempfehlung. Das habe ich sonst noch nie gemacht. Und würde mich freuen, wenn ihr dann das nächste Mal wieder einschaltet, wenn es ein neues Video gibt. Aktiviert die Glocke, abonniert den Kanal, wenn ihr so nett seid. Schreibt gerne was in die Kommentare, wenn ihr irgendwie einen speziellen PC habt, den ihr sehen wollt. Zum Beispiel, ihr seht was bei Saturn und wollt diesen PC eventuell kaufen, dann schreibt mir das ruhig rein. Ich mache darüber ein Video. Einmal pro Woche gibt es immer ein Video. Dieses hier ist ein bisschen verspätet. Lag daran, dass ich halt auch die letzte Woche immer nur Spätschicht hatte und dann tagsüber keine Zeit hatte, was aufzunehmen. Dann würde ich mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.